Klage gegen Macron wegen Atombombentests. Erhöhte Krebsrate in Polynesien. Mit einer beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag eingereichten Klage sollen alle noch lebenden französischen Präsidenten wegen der früheren Atombombentests im Südpazifik zur Rechenschaft gezogen werden. Der Vorwurf lautet auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sagte der frühere polynesische Präsident Oscar Temaru am Dienstag, den 9. Oktober in New York. Zitat: Das sind wir all den Menschen schuldig, die als Folge des Atomkolonialismus gestorben sind. Ende des Zitats. Konsequenterweise richtet sich die Klage auch gegen den jetzigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron, denn auch dieser hält die gesamte verbrecherische Infrastruktur, die mit der atomaren Bewaffnung unweigerlich verknüpft ist, weiterhin aufrecht. Zitat: Für uns sind die französischen Atomversuche die direkte Folge einer Kolonialisierung. Anders als von Frankreich behauptet, haben wir nicht akzeptiert, dass die Tests bei uns vorgenommen wurden. Sie wurden uns mit der Drohung der Einrichtung einer Militärregierung aufgezwungen, sagte Oscar Temaru, Präsident Französisch-Polynesiens in 5 Zeitintervallen 2004, 2005 bis 2006, 2007 bis 2008, 2009 und 2011 bis 2013. Außerdem ist er Kämpfer für die Unabhängigkeit von Frankreich, seit 1983 Bürgermeister von Faa. Sein Vorgänger im Präsidentenamt, Gaston Flos, ein Strohmann der französischen Regierung, wurde 2006 wegen Korruption verurteilt. Die französische Regierung veranlasste in den 30 Jahren von 1966 bis 1996 auf dem Mururoa-Atoll und dem Fangataufa-Atoll in Französisch-Polynesien 193 Atombombentests. Die Krebsrate in den betroffenen Regionen ist deutlich erhöht. Dennoch wurde von Seiten der französischen Regierung immer wieder ein Zusammenhang mit den Atombombentests geleugnet. Seit 2010 ist eine sogenannte Entschädigungsregelung in Kraft, die jedoch völlig unzureichend ist. Viele Opfer der Atombombentests waren schon zuvor ohne jegliche Entschädigung gestorben. Unter dem französischen Präsidenten Charles de Gaulle begannen die Atombombentests bereits 1960 in der Sahara auf dem Gebiet der Kolonie Algerien. Damals hatte das französische Militär in verbrecherischer Weise auch hunderte Soldaten bewusst der radioaktiven Strahlung ausgesetzt und diese als Versuchskaninchen missbraucht. Wir berichteten im Februar 2010. Nachdem die Nationale Befreiungsfront Algeriens 1962 die Unabhängigkeit militärisch erkämpft hatte, entschied de Gaulle, die Atombombentests im Überseedepartement Französisch-Polynesien, zu dem auch Tahiti gehört, fortzusetzen. Schon die erste der dort überirdisch auf Mururoa gezündeten Atombomben hatte eine Sprengkraft von 500 Kilotonnen TNT, rund 37 Mal so stark wie die von Hiroshima. Es war der 2. Juli 1966. Zu jener Zeit wurde von offizieller Seite die Lüge verbreitet, die radioaktive Strahlung sei weniger gefährlich als die eines Fernsehgeräts. Tatsächlich waren die Folgen nicht nur verstrahltes Meer, sondern auch verstrahlte Einheimische und eine exorbitant hohe Krebsrate selbst hunderte Kilometer entfernt. De Gaulle war davon überzeugt, dass Frankreich seine Unabhängigkeit vom US-amerikanischen Imperium nur mit Hilfe der Force de Frappe, der atomaren Bewaffnung, aufrechterhalten könne. Er misstraute der US-amerikanischen Regierung, die seiner Meinung nach viel zu spät in den Zweiten Weltkrieg eingegriffen hatte. Sein Kriegsminister Pierre Messmer sagte einmal ganz offen, Zitat: Die einen besitzen Atomwaffen, die anderen nicht. Nur die Ersteren sind fähig, ihre Freiheit und ihr Leben zu verteidigen. Die anderen sind zur Knechtschaft und zum Satellitenstatus verdammt. Ende des Zitats. Heute würde eine solche Haltung entsprechend der im sogenannten Westen verbreiteten Sprachregelung als anti-amerikanisch gebrandmarkt.